Lieber Schütze, herzlich willkommen zu Zen-Stern-Astrologie. Im Juli werden die Themen Geld, Einkommen und Besitz eine hervorgehobene Rolle spielen. Es empfiehlt sich im Monat, achtsam mit den eigenen Finanzen umzugehen, vor allem im Hinblick auf die hervorbestehende Zeit. Es wird sich in diesem Monat etwas Neues in deinem Leben entwickeln, das viel Hektik und Aufregung auslösen wird. Bis zum 11. des Monats hast du Merkur rückläufig in Krebs. In dieser Zeitspanne lassen sich viele Dinge schnell erledigen. In deinem Alltag dürfte eine Änderung eintreten, die viel Verwirrung verursachen kann. Es kann ein komisches Ereignis passieren, was dich schnell zur Handlung hineineilen wird. Wir haben die Sonne und Uranus in Sextil zueinander am 1. des Monats, schon am Anfang Juli. Bei den Themen Familie, Partnerschaft, Job und Einkommen sollte man keine voreilige Handlung begehen, denn man würde bald dies bereuen. Also bitte alles mit Geduld. Zwischen 2. und 3. des Monats läuft Saturn rückläufig in Steinbock, beruflich und finanziell gesehen werden sich bestimmte Vorgänge und Prozesse bis Dezember verzögern, was deine Lebensgrundlage gefährden kann. Oder vielleicht wird dein Einkommen reduziert. Dies kommt besonders zur Geltung, wenn Saturn im 5., 8. oder 10. Haus im Geburtshoroskop steht. Zwischen 4. und 5. des Monats haben wir einen Vollmond in Steinbock. Dieser Mond wird dir helfen, mit dir im Reinen zu sein und zu erkennen, wonach du streben möchtest. Es ist Zeit, sich ernsthaft mit einer lästigen Sache zu beschäftigen, ohne verzweifelt zu werden. Zwischen 6. und 11. des Monats bilden Merkur und Mars eine Quadratur. Bis zum Monatsende dürftest du viel Spannung im Bereich deiner zwischenmenschlichen Beziehungen erleben. Am 12. des Monats läuft Merkur wieder normal in Krebs. In deinem Alltag dürftest du bis Anfang August eine Erleichterung erleben. Diese Erleichterung kann zustande kommen, weil du ein Geheimnis aufdecken wirst. Zwischen 13. und 21. des Monats haben wir Sonne in Opposition zu drei Planeten. Diese sind Jupiter, Mars und Pluto in Steinbock. Meinungsunterschiede sind wahrscheinlicher denn je. Wenn es eine Diskussion mit jemandem steht, dann solltest du dich zurückziehen und gelassen bleiben. Zwischen 19. und 20. haben wir einen Neumond in Krebs. Krasse Veränderungen sowie emotionale Probleme sind möglich, wenn man nicht bereit ist, eine Situation oder Person loszuwerden und zu vergessen. Am 22. tritt die Sonne in das Sternzeichen Löwe ein. Nach einem Prozess der Umwandlung dürftest du ab diesem Datum über mehr Erkenntnisse verfügen als davor. Dies wird dir erlauben, mein lieber Schütze, bestimmte Situationen zu meistern. Zwischen 23. und 27. bilden Venus und Neptun einen Quadrat. Eine Liebesaffäre ist mit diesem Aspekt möglich an diesen Tagen. Es kann auch geschehen, dass jemand deine Hilfe braucht. Und dann zum Schluss haben wir zwischen 25. und 31. einen T-Quadrat zwischen Merkur, Mars und Jupiter. Man sollte unbedingt für den inneren Ausgleich am Monatsende sorgen. Aktivitäten wie zum Beispiel Sport, das Nachgehen eines Hobbys, eine Reise etc. können dazu beitragen. Mein lieber Schütze, mit diesen Wörtern bin ich fertig. Wenn du aufgrund der Weltgeschehnisse und Welteinflüsse, die auf uns zukommen, eine Beratung haben möchtest, meine Kontaktdaten kennst du schon und gegebenenfalls findest du diese unter bei der Videobeschreibung. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir viel Glück für Juli 2020 und bis zum nächsten Video.